Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Dies hier sind die Herbstneuheiten 2020. Corona hat ein bisschen dafür gesorgt und auch das Weihnachtsgeschäft, dass wir nicht mehr so schnell die Videos haben produzieren können. Aber wir machen konstant damit weiter. Hier soll es jetzt um Sagani gehen, im Hause Skellig erschienen. Das Spiel ist von Uwe Rosenberg für 1 bis 4 Spieler und dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten. SpielerInnen ab 7 bis 8 Jahren sollten da eigentlich gut mitspielen können. Sagani, das ist der Name, der den Paracelsus, den Naturgeistern, gegeben hat. Steht zumindest in der Anleitung, habe ich noch nicht recherchiert. Gucke ich mir aber gerne mal an. Finde ich ja immer toll, wenn Spiele Bildung auch vermitteln und sei es nur über einen Nebensatz in der Anleitung, damit ich mich dann selber fortbilden kann. So, worum geht das hier? Um Naturgeister. Und die wollen wir in Einklang bringen, in Balance bringen, vermittels unserer Klangscheiben, so hölzerne Scheiben, damit sie dann Restore Balance to the World, was wir Siegpunkte generieren nennen. Genau, ich steige einfach mal direkt ins Spiel ein. Wir haben hier so ein Siegpunkte-Tableau. Da starte ich und auch Barbara mit 0 Punkten und dann fangen wir einfach an zu spielen. Der Spielaufbau sieht so aus. Die Naturgeister werden in Nachziehstapel, ich packe das mal weg, damit das nicht im Weg ist, in Nachziehstapel sortiert, von denen wir halt dann irgendwie neue nachholen. Auf genaueres gehe ich da gleich ein. Und von diesen Nachziehstapeln werden 5 Kärtchen, 5 Geister aufgedeckt. Und zwar nicht mit ihrer Rückseite, auf der ihre Siegpunkte stehen, sondern mit ihrer Vorderseite, auf denen hier so elementare Pfeile abgebildet sind. Ich bin Startspieler, erhalte diesen Startspielermarker. Den behalte ich auch bis zum Ende des Spiels. Der dient einfach dazu, uns daran zu erinnern, wer angefangen hat, weil wie das vernünftig ist in einem Strategiespiel, Taktik oder Strategie oder Pipapo. Wurscht, wie es vernünftig ist, macht jeder Spielende exakt die gleiche Anzahl an Aktionen. Das heißt, ich habe den Marker, Barbara wird die letzte Aktion des Spiels ausführen. Wann ist die letzte Aktion erreicht? Das sehen wir hier auf dem Punktetableau. Da gibt es 3 Felder, die speziell markiert sind. 45, 60 oder 75 Punkte. Sobald das erreicht ist, je nach Spielerzahl, endet das Spiel damit, dass halt somit die letzte Runde eingeräumt ist. Dann sind alle nochmal dran bis zur Spielerin rechts vom Startspieler. Und dann gucken wir, wer hat am meisten Punkte. Es geht bis 75 Punkte bei 2 Spielern, bis 60 Punkte bei 3 Spielern, bis 45 Punkte bei 4 Spielern. Und wir starten, wie gesagt, auf 0. Es gibt hier so Marker, die erwähne ich jetzt nur einmal. Das sind Minuspunkte-Marker. Die sind dafür da, sollte ich 0 Punkte haben und irgendwie Minus generieren, weil die Leiste geht halt nur bis 0 runter und wenn ich dann minus 3 habe, kann ich mir das hier hinlegen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, aber möglich ist das natürlich. So, was machen wir jetzt? Wir haben diese Klangschalen, mit denen wir eben diese Geister besänftigen wollen. Und wechselnd wählen wir uns hier einen Geist aus der offenen Auslage. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Der hat verschiedene Informationen. Einerseits hat er hier in seinem Gefäß, in dem der gefangen ist, solange ich ihn nicht befreit habe mittels der Klangschalen, eine Zahl stehen. Das ist die 10. Das heißt, der hat 10 Siegpunkte auf der Rückseite, sollte mir es gelingen, das Plättchen umzudrehen. Dazu sind hier Pfeile drauf abgebildet, die den 4 Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft entsprechen. Wenn ich mir das Plättchen aus der Auslage nehme, dann lege ich das in meine eigene Auslage, mein eigenes Puzzle, das ich hier generiere, und nehme mir Klangscheiben aus meinem persönlichen Vorrat, entsprechend der Anzahl der Pfeile, die darauf abgebildet sind. Das macht Barbara jetzt auch, die ist genauso bold wie ich. Nimmt auch so ein Viererplättchen und legt ihre Klangschalen darauf. Schon bin ich wieder am Zug und jetzt werden diese Elementarpfeile relevant.
Ich nehme mir einfach mal das Grüne hier. Dann seht ihr, das wird 3 Punkte wert sein. Das bekommt 2 Klangscheiben, hat 2 Aufgaben zu erfüllen. Weiß und Grün, also Luft und Erde, sollen in dieser Richtung liegen. Und das lege ich dann jetzt hier in meine Auslage dazu, packe die Klangschalen drauf. Und sobald ich das mache, überprüfe ich, ob irgendwo diese Pfeile erreicht sind. Erinnert ihr euch vielleicht bei dem roten Plättchen hier? Da geht nach links so ein grüner Erdpfeil. Und das bedeutet einfach, dass wenn irgendwo links von diesem Plättchen ein grünes Plättchen zu liegen kommt, darf ich eine Klangscheibe nehmen und damit diesen Pfeil abdecken. Ziel ist es, die alle abzudecken. Ja, lassen wir Barbara wieder an den Zug. Die macht dieselbe Nummer, nimmt eins, das in ihre Auslage passt, kann somit eine ihrer Klangscheiben hier auf den weißen Pfeil legen. Jetzt bin ich wieder am Zug und jetzt haben wir eine Sondersituation. Immer dann, wenn in der Auslage aus ursprünglich 5 Plättchen nur noch genau ein Plättchen liegt, dann kann ich entweder dieses Plättchen nehmen und in meine Auslage packen, Klangscheiben draufpacken, unter Umständen Klangscheiben auf Pfeile verschieben. Oder aber ich sage, ich möchte das nicht haben, lege das hier hin und ich ziehe das oberste vom Nachziehstapel und packe das in meine Auslage. Ich habe vorher schon Informationen, ne? Ich sehe ja die Rückseite des Plättchens, das heißt, ich weiß, dieses hier wird 10 Punkte wert sein und es ist rot. Und wenn es 10 Punkte wert ist, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 4 Pfeile beinhalten. Und die Anzahl der Pfeile hängt von der Anzahl der Punkte ab, die dieses Plättchen später wert sein wird. Jetzt habe ich das hier reingepackt in diese Spezialauslage, die heißt Intermezzo-Auslage, da kommen wir dann gleich zu. Nehme stattdessen dann eben das vom Ablagestapel, packe wie gehabt meine 4 Klangscheiben darauf, überprüfe, ob ich damit irgendeine Aufgabe erfüllt habe. Ja, habe ich. Auch interessant übrigens, man darf die drehen. Ich muss die nicht in der Ausrichtung, in der sie ins Spiel kamen, in meine Auslage packen, sondern ich darf die hinlegen, wie ich möchte. Und dadurch habe ich jetzt hier, dadurch, dass ich das rote Plättchen hier hinlege, diese Aufgabe erfüllt, kann von dem roten Plättchen somit eine Klangscheibe auf den entsprechenden Pfeil packen. Hier ist nichts passiert, aber das neue Plättchen, das ich gelegt habe, das hat einen grünen Pfeil hier in der Diagonale. Und das bedeutet, dass ich meine 4 Klangscheiben drauflege und direkt eins auf den grünen Pfeil legen kann, weil diese Aufgabe ja schon erfüllt ist. So, und jetzt gucken wir, liegen hier in der Intermezzo-Auslage 4 Plättchen? Nein. Da sind keine 4 Plättchen. Das heißt, wir nehmen wiederum die obersten 5 Plättchen und decken sie auf. So, genau. Ne, so funktioniert das. 5 habe ich gesagt. So, zack. Liegen da wieder 5. Selbe Nummer. Wir spielen jetzt abwechselnd, bis nur noch ein Plättchen da ist. Dann kann Barbara oder ich, je nachdem wer gerade am Zug ist, wenn nur noch ein Plättchen da liegt, dieses nutzen und die Auflage ausfüllen oder sagen, nee, möchte ich nicht. Das in die Intermezzo-Auslage packen und erst dann nachfüllen. So, warum machen wir das Ganze jetzt? Das machen wir, um Siegpunkte zu generieren. Wie generiere ich Siegpunkte? Wichtig ist, ich bereite das jetzt hier mal vor, dass man niemals Plättchen diagonal anlegen darf. Es muss immer orthogonal geschehen, also horizontal oder vertikal. Ich dürfte das grüne Plättchen hier nicht hinlegen. Dort dürft es hin, dort, also ne, überall dürft es hin, aber nicht diagonal ohne eine orthogonale Verbindung zu einem anderen Plättchen. Lege ich ein grünes Plättchen hier hin, kommt das hier drauf und dann habe ich keine Klangscheiben mehr im Zentrum meines Plättchens, sondern habe alle Pfeile auf dem Plättchen überdeckt, kommen die Klangscheiben wieder zurück in meinen Vorrat. Ich drehe den Geist um und der ist für mich 3 Siegpunkte wert. Und dann wandere ich hier halt auf der Siegpunktleiste voran. Interessant wird es dadurch, dass wir ja allesamt nicht ganz unbedarft sind und natürlich immer gucken, wie kann ich möglichst viele Punkte generieren. Dadurch kann es geschehen, dass ich keine Klangscheiben mehr zur Verfügung habe. Und da kommen dann hier die von mir zuvor beiseite gelegten roten Klangscheiben ins Spiel. Sollte ich ein Plättchen nehmen, bei mir hinlegen und keine Klangscheiben mehr haben, dann muss ich mir die Missklangscheiben nehmen. Das sind diese roten Scheiben. Und die stattdessen darauf stapeln. Jede Missklangscheibe, sobald ich sie nehme,
reduziert mein Punktekonto um minus 2. Ne, deswegen hatte ich ja anfangs erwähnt, es gibt so diese Minuspunkte-Marker. Für den mega unwahrscheinlichen Fall, dass man Minuspunkte generiert, bevor man Pluspunkte generiert hat, gibt es diese hier, weil man die für diese roten Scheiben bekommt. Das heißt, wenn mein Vorrat aufgebraucht ist, dann muss ich auf diese misstönenden Missklangscheiben zugreifen und generiere dadurch Minuspunkte. Allerdings verbleiben die in meinem Vorrat. Also wenn ich dann später ein Plättchen erfülle, auf dem Missklangscheiben liegen, zup, erfüllt, Punkte, erfüllt, erfüllt, dann gehen die in meinen privaten Vorrat über. Das heißt, die wandern nicht zurück in den allgemeinen Vorrat, sondern das bleiben meine. Dadurch erhöhe ich meine Gesamtzahl an Klangscheiben und kann somit natürlich strategisch besser arbeiten, weil ich potenziell mehr Scheiben zur Verfügung habe als meine Mitspielenden. Genau, das war grundsätzlich Sagani im Spielablauf, außer dass wir diese Intermezzo-Leiste ja noch gar nicht geklärt haben. Barbara ist am Zug, könnte jetzt dieses Plättchen nehmen und bei sich in die Auslage puzzeln oder aber sagen, ich möchte das nicht, ich nehme lieber das oberste Plättchen vom Nachziehstapel. Na, Barbara ist ja nicht dumm, macht sie so rum, ist es gleich erfüllt, hat sie den Siegpunkt generiert. Und bevor dann die Auslage aus 5 nachgefüllt wird, wird geguckt, liegen hier 4 Plättchen. Ist dem so, dann ist diese Leiste voll und wir unterbrechen das Spiel kurz, bevor wir die Auslage neu auffüllen. Und alle Mitspielenden dürfen sich reihum hier ein Plättchen aussuchen und in die Auslage legen. Begonnen wird damit bei der Spielerin, die am weitesten hinten liegt, bis nach vorne halt. Das ist auch immer grundsätzlich, finde ich, so. Gleichstände entstehen, also wir haben jetzt beide 10 Siegpunkte generiert, dann bin ich zuerst dran als schwarzer Spieler, weil ich unter der weißen liege. Das heißt, ich kam zuerst auf die 10 Punkte und dann kam Barbara dazu, nehmen wir einen braunen Spieler dazu. Und den grauen Spieler. Dann könnten wir uns jetzt in folgender Spielreihenfolge schlechtest platzierter, also der braune Spieler, hier ein Plättchen nehmen, in die Auslage legen. Dann darf ich, weil ich am Gleichstand beteiligt bin, aber unten sitze. Dann darf Barbara und dann dürfte der oder die graue Spielerin das in ihre Auslage packen, so wie er denn möchten. Man ist nicht gezwungen, eines dieser Plättchen zu nehmen. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich auch sagen, nö, danke, ich bin bedient. Ja, das kann man zum Beispiel machen, weil man nicht mehr noch Scheiben hat und dann Missklangscheiben nehmen müsste. Man ist nicht gezwungen, diese Dinger zusätzlich in die eigene Auslage zu puzzeln, sondern das ist komplett freiwillig. Was aber natürlich dazu führt, hinterher wird ja aufgefüllt, dass das wesentlich schneller geht, dass dieses Intermezzo erneut ausgelöst wird, wenn da Plättchen liegen bleiben. Genau, sollte dann in unserem Beispiel Barbara und ich bei 2 Spielern irgendjemand, Barbara ist das offenbar gelungen, die 75 Punkte erreichen oder überschreiten, dann ist damit das Spielende angeläutet, dann wäre ich nochmal dran, so Barbara Startspielerin gewesen wäre und dann ist rum. Dann gucken wir, wer hat am meisten Punkte. Auch hier gilt dann die Gleichstandsregelung, wenn wir Gleichstand haben am Spielende. Wer auch immer zuerst diesen Punktestand erreicht hat, steht vorne und hätte somit gewonnen. Genau, das war schon Sagani. Das wird manchen von euch eventuell bekannt vorgekommen sein, weil da durch das Plättchenlegen und Aufgaben erfüllen sehr viel Nova Luna drin steckt. Nova Luna von Pegasus Spiel oder der Edition Spielwiese war ja zum Spiel des Jahres nominiert, hat es nicht gewonnen. Und tatsächlich fühlt sich dieses Spiel hier sehr, sehr ähnlich an. Man muss ein bisschen mehr vorausplanen, was man mit seinem Plättchen macht und wie man sie hinlegt und was dann noch in der Auslage ist, weil ich dann später hier irgendwo ein grünes will, weil ich dann 4 Plättchen erfülle, die halt da ein grünes Ding zu liegen haben wollen, weil das ist auch so ein Ding, ne? Selbst wenn das hier erfüllt ist, gilt es immer noch als grünes Plättchen für dieses Plättchen hier und jedes andere, das in der Reihe grün liegen haben möchte. Also da sind keine Grenzen gesetzt, wenn irgendwie in der Richtung, die der Pfeil vorgibt, die entsprechende Farbe liegt, egal ob erfüllt oder nicht erfüllt, gilt dann
der entsprechende Pfeil als erledigt und ist somit ein Teil dessen, dass wir an Siegpunkte herankommen. Also man muss da ein bisschen mehr vorplanen als bei Nova Luna. Auf der anderen Seite, was hier sind einfach alle reihum dran, können sich hier bedienen. Ja, was Nova Luna ja stark gemacht hat, war dieser Zugmechanismus, den Rosenberg im Patchwork, glaube ich, das erste Mal drin hatte. Dieses, wer hinten sitzt, ist so lange dran, bis er oder sie nicht mehr hinten sitzt. Und damit kann man natürlich auch rumtaktieren. Das fehlt hier wiederum. Aber grundsätzlich, genau, es fühlt sich das für uns an wie Nova Luna spielen, aber mal anders. Also wer Nova Luna mag, der wird hier sicherlich auch seine Freude haben. Und wer beide noch nicht kennt, sollte sich eins von beiden zumindest mal anschauen, weil das richtig gute Rosenberg-Spiele sind. Auf der leichteren Seite natürlich. Ne? Das ist kein Hallertau, ist kein Agricola, kein Fest für Odin. Aber diese Rosenberg-Puzzle-Spiele, die sind ja seit einigen Jahren auch sehr beliebt. Und Sagani ist da ein würdiger Vertreter des Ganzen. Genau, hat uns gut gefallen als als Familienpuzzlespiel hat uns das sehr gut gefallen. 1 bis 4 Spieler. Das Interessante an der Solo-Regel ist, da sind sogar 2 verschiedene Solo-Regeln drin. Eine, in der ich einfach nur vor mich hinspiele und gucke, wie viele Punkte mache ich. Und eine, die wirklich knackig ist und ein bisschen mehr Spiel beinhaltet. Also auch für Solo-Spieler durchaus ein Titel, den man sich mal näher angucken sollte. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was ihr sehen wollt, außer den Neuheiten, die helfen mir eh alle durch, schreibt uns das unten in die Kommentare. Und ja, liebe Kommentierende, wir werden auch wieder mehr Zwei-Personen-Spiele machen. Das scheint beliebt zu sein. Und gerade ich bin jemand, der sehr gerne zu zweit spielt. Aber erstmal machen wir es die Neuheiten und dann geht es weiter mit Zwei-Personen-Spielen. Und ich habe da sogar ein paar neue gespielt, die mir sehr gut gefallen haben. Genau, lasst uns ein Abo da, klickt da hier auf die Mate, klick. Dann werdet ihr informiert, wenn ein neues Video da ist. Und bis dahin viel Spaß mit Spielen und leckeren Erfrischungsgetränken. Tschüss!